Und ich möchte bitte jetzt nicht nochmal so einen starken Gegner haben. Oh, was mich übrigens daran erinnert. Kann ich die? Die kann ich nicht her... Doch, die kann ich herstellen. Oh. Ah, okay. Ich dachte, die muss ich kaufen. Ich hab's nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Vorratskiste. Okay. Die Frage ist jetzt... Muss ich hier rum? Ach so, abseilen. Oh. Ja, man sollte vielleicht auch lesen, was da steht. Genau. Kommen wir da denn rüber? Das sieht mir jetzt nicht so einladend aus. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Erinnert mich so ein bisschen an Tomb Raider. So. So, die Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Ich muss... Da kann ich mich rüberhangeln, also kann ich wahrscheinlich darüber springen und mich festhalten. Zumindest hoffe ich das. Okay, perfekt. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, wäre schön, wenn man mal irgendwie mehr tragen könnte. Entladungsmast, Energieemissionsturm, unbekannter Machart, könnte Zugriff auf den Hauptprozessor der Anlage gewähren. Okay. Feuerbrüllrücken. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Schwäche? Ja, was hat der für eine Schwäche? Das ist eine gute Frage. Ach, da unten. Oh, das sind auch noch zwei. Das sind aber die einzigen zwei hier, ne? Hm. Der ist jetzt erstmal geschützt. Ich denke mal, dass ich dann erstmal die anderen zwei machen muss. Sie werden aus Licht gesponnen. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Na, kommst du hier hoch? Anscheinend nicht. Puh. Da habe ich jetzt aus Versehen zu schnell losgelassen. Das wollte ich nicht. Hey, bleib doch mal stehen. Hallo. Wo läuft der denn hin? Oh, oh. Ich glaube, ich weiß, wo der hinläuft. Hm. Junge. Hallo. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob der Große jetzt direkt auf mich zugestürmt kommt, sobald ich mich abgeseilt habe. Ich gehe mal davon aus. Deswegen würde ich den Kleinen schon gerne als erstes noch weghaben. Wenn die natürlich erstmal immer eine Stunde irgendwo rumstehen, wo man da nicht rankommt, um die zu treffen, ist das natürlich ziemlich nervig und ärgerlich. Toll, der kommt auch nicht. Steht der jetzt da hinten dumm rum? Okay. Dann werde ich es mal machen und werde mal den Schockdraht. Wie hieß das Viech jetzt? Feuerbrüllrücken. Das heißt, Feuer wird dem wahrscheinlich nicht allzu viel ausmachen. Wobei dieses Symbol weiß ich jetzt nicht. Oh, das war ziemlich
dämlich. Und einfach die falsche Taste. Nein! Och, ich Idiot. Ich habe vergessen, dass ich das angeschaltet hatte. Ach, ich mache hier einen Fehler nach dem anderen. Die Frage ist jetzt, ich werde wahrscheinlich meinen Gegner selber erstmal freischalten müssen hier. Überbrücke den Kern. Wo und wie denn? Dann müsste ich etwas anderes ablegen. So ein Scheiß, ich hab echt. Ich hab das echt mit dem Stolperdraht nicht mehr im Kopf gehabt. Tja, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Wir können jetzt hier natürlich immer noch fleißig im Kreis rumlaufen. Angreifen können wir ihn nicht, nehme ich mal an, weil er jetzt gerade erst zusammengesponnen wird. Was haben wir denn hier? Kommen wir anscheinend auch nicht rum. Viel zum Thema leichtes Gepäck. Tja. Kann man da irgendwie hin? Ja. Ich stehe jetzt ein bisschen blöd hier, weil ich komme jetzt hier auch nirgendwo durch. Ich soll einen Kern überbrücken, aber wo und wie? Wird mir nicht angezeigt. Hier war ich schon überall. Ja. Ganz ehrlich, das finde ich jetzt echt blöd gemacht. Na, das dachte ich mir nämlich schon, dass das nicht funktioniert. Wenn ich den angreife. Weil der hat halt dieses Schutzschild drumherum. Das Problem ist halt, wie und wo soll ich diesen blöden Kern überbrücken? Das Einzige, was ich gesehen habe, aber da werde ich wahrscheinlich nicht hochkommen, das ist das da hinten. Entweder stehe ich jetzt hier total auf dem Schlauch, oder... Ja. Lass mich raus! Vielleicht ist es auch gar nicht gedacht, dass ich hier erst die Gegner ausschalte. Ah, Moment. Aha, aha, aha. Ja, das sieht doch schon besser aus. Hätte ich natürlich auch drauf kommen können. Irgendwas anfassen.
Geht das noch? Wofür habe ich eigentlich den Stolperdraht dahin gemacht? Leute. Komm her. Ach du Scheiße, das macht ja gar keinen Schaden. Und ich kann mich nicht mehr heilen. Ja, geil. Echt geil. Also keine Ahnung, wie man dem besiegen soll. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. So. Leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Ja, ist klar, als ob. Ah, nein. Falsche Tasse. Mehr kann ich nicht tragen. Ach so, jetzt hat er meine Modifikationen. Hat er die jetzt drin? Nee, der hat die alle wieder rausgeworfen. Oh, das ist nicht wahr. Na toll. Ja, ich weiß nicht, die wievielte Runde das jetzt schon ist. Ich weiß nur, dass es gerade tierisch nervig ist. Ich werde es natürlich auch rausschneiden, die gefühlt 100 Versuche davor. Aber ich bin ja einer der ehrlichen YouTuber. Ich gebe das dann auch zu, wenn ich hier richtig Probleme habe mit dem Boss. Und es ist nun mal ein Endboss und ich habe absolut null Ahnung von den Mechaniken. Also mittlerweile geht es. Mittlerweile weiß ich ja schon so ein bisschen was nach den ganzen Runden. Aber vorher hatte ich halt keine Ahnung. Aber warum die Stolperfallen nicht funktionieren, verstehe ich nicht. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anfasse. Ja, was auch sonst, ne? Wenn schon, dann so richtig scheiße, ne? Ja, Leute.
lass dich doch von jedem Schuss treffen. Ist kein Thema. Schon. Verreck endlich! Oh. Leck mich am Arsch. Puh. Ganz ehrlich, da hätte ich jetzt echt absolut nicht mehr mit gerechnet. Was ist denn das jetzt für ein Ding hier? Und ich werde erstmal hier nochmal dafür sorgen, dass wieder ein bisschen was Neues kommt. So. Das Ding muss ich wahrscheinlich überbrücken. Wo sind denn die ganzen Gegner, die ich jetzt hier platt gemacht habe? Kann man die noch einsammeln? Boah, ganz ehrlich, also wenn ihr jetzt gesehen hättet, was ich alles für eine Scheiße schon davor erlebt hatte. Ja, irgendwie sehe ich da jetzt nicht mehr wirklich viele Gegner. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, ist okay. Okay, wir versuchen es mal zu überbrücken. Informationen über Maschinen. Das hilft mir, sie zu überbrücken. Yes! Erster Kern überbrückt. Eine Errungenschaft habe ich auch noch. Oh, ganz ehrlich, es lohnt sich doch nicht aufzugeben, Leute. Stigma verfügbar, was auch immer das heißen mag. Plünderer, Graser, Sägezahn, Lanzenhorn. Ah, die Überbrückung habe ich jetzt freigeschaltet. Geil. Notizbuch anzeigen. Keine Ahnung, was ich mir da jetzt anzeigen lassen soll. Langhalstransmitter. Hier oben ist auch noch was. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was ich mir wirklich anzeigen lassen sollte oder nicht. Keine Ahnung. Datenpunkte, Sammelobjekte, Maschinenarten. Okay, also das ist jetzt nicht so wirklich interessant. Oh, was aber einfach wahnsinnig wichtig ist, dass ich es jetzt endlich geschafft habe. So wie es aussieht, genau, bin ich wieder am Eingang. Unterversorgt. Ach so, das war dieses eine. Ich würde nur schon gerne wieder zurückgehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht von der Quest her. Eine Sucherin vor den Turm war das andere, ja. Der vergessene Zuflucht. Das war das hier, ne? Nee. Ja, was war denn das jetzt? Eine Karawane, das war der Typ, den ich da gesehen hatte. Das war aber nicht die Hauptquest. Hä? Wird die mir jetzt gar nicht... Ach nee, hier unten Brutstätten.
Ah, die ist jetzt auch abgeschlossen offiziell. Das heißt, ich muss nicht mehr wieder zurückgehen. Ja, das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, dass ich hier erstmal dieses Video beenden werde. Zum einen denke ich, dass ich es mindestens in zwei Teile schneiden muss. Und zum anderen werde ich definitiv meine ersten Versuche mit dem Endboss rausschneiden, dass ich euch das so zurechtschneide, dass ich ja entweder das erste Mal, wo ich dann versagt habe, noch drin lasse und danach das reinschneide, dass es dann funktioniert oder wie auch immer, weil es waren jetzt so viele Versuche, die ich gebraucht habe. Das war wirklich abartig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.